Hello, ihr Narren. Jo, es ist Fasching und wer zur Hölle hasst Fasching schon? Naja, ich tu das. Wie macht Dinge, die sie hasst. Und hat sogar noch Spaß dabei. Die große Frage ist, warum feiern Leute überhaupt Fasching? Kommt es von dem vielen Alkohol oder liegt es vielleicht einfach an sexy Marienkäfern? Oder leben wir in einer Welt voller sehr gläubiger Christen, die die Zeit vor der Fastenzeit nochmal richtig abfeiern wollen? Heute finden wir es heraus. Yes! Hello! Hello! Richtig, die Sau rauszulassen ist einfach geil. Ich hasse das. Hey! Und es ist total schön. Ich hab meinen Löwen dabei. Dieser gut aussehende Mann nennt sich Mimi und er ist heute unser Faschingsexperte und wird uns durch den Umzug führen. Juhu, ich hab richtig Bock, Leute. Hallo Mimi. Hi. Na? Hi, bist du ein Faschings-Fan? Absolut. Ja? Ja. Und was bedeutet Fastnacht so für dich? Krachen lassen. Ja? Was lässt du denn krachen? Alkohol. So? Frauen. Keine Frauen. Doch Frauen. Frauen, Frauen. Keine Frauen. Das ist so das Hauptthema bei dir? Nein. Feiern. Ja, aber was ist denn für dich so das sexiest Tier, da, als dass man sich verkleiden kann dieses Jahr an Fasching? Habe ich jetzt keine Antwort. Okay, was ist das schönste Kostüm, das du dir als Mann vorstellen kannst? Nackt! Ich hasse Fasching. So viel dazu. Mimi. Ich kenne viele Zwerge und auch ganz viele andere Gestalten. Fakt ist auf jeden Fall, er kennt irgendwie jeden auf diesem Umzug. Und eine Sache hat mich ganz besonders gefreut, muss ich jetzt mal offen und ehrlich sagen. Ich habe nämlich endlich mal einen sexy Marienkäfer getroffen. Wollte ich schon immer. Ab und zu kommt es vor, dass wir stehen bleiben müssen, weil Mimi eine kleine Tanzeinlage einlegen möchte. Aber hey, das gönnen wir ihm natürlich gerne. Tanzen, 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 tanzen. Hier sehen wir noch ein Schiff. Das ist auch cool. Nach gefühlt 3 Stunden habe ich dann so 2 Typen getroffen, die absolut nüchtern zu sein scheinten. Und naja, natürlich habe ich die dann mal gefragt, was ihr Grund ist, hier auf Fasching zu sein. Leute, ihr seid auf Fasching. Was liebt ihr am Fasching am allermeisten? Einfach die Leute, es ist einfach geil. Ja? Die Stimmung ist brutal. Mega. Warum feiert ihr Fasching denn? Es gibt halt alles, ja. Es gibt alles zum Saufen. Hauptsächlich Alkohol? Ja, es kommt drauf an, einfach mit den Leuten mal ein bisschen richtig die Sau rauszulassen, ist einfach geil. Welches Kostüm findet ihr denn am sexiesten? Seins. Seins. Meins ist geil, ja. Ja? Ja, nee. Nee. Nee? Es kommt drauf an. Es kommt immer drauf an, ja, je nachdem wie viel man hat. Was ist denn mit einem sexy Biber? Okay, das war schon geil, das war schon geil. Sexy Biber ist geil. Aber diejenigen, wo auf dem Kreuzfahrtschiff waren, waren auch sexy. Wir gehen weiter, wir waren auch sexy. Wir waren auch sexy, ja. So, da sich jetzt dieses Einhorn-Girl einfach meine 2 Interviewpartner unter den Nagel gerissen hat, suche ich jetzt einfach meinen sexy Biber. Und zwar halte ich da nach einem ganz speziellen Biber die Augen offen, nämlich nach einer meiner besten Freundinnen, die leider seit Jahren schon dem Faschingswahn verfallen ist. Aber kein Problem. Heute bin ich sie hier zum ersten Mal besuchen und ich bin gespannt, ob ich sie finde. Oh, Biber, wo bist du? Da bist du, oh mein Gott. Es ist ein besonderes Bär. Oh Gott. Es ist ein Bär. Oh mein Gott.
Schlager, hello! Außer mein kleiner Babylöwe. Süß. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja! Jetzt lass mich doch mal mich ganz noch kurz noch anbiebern. Na, dann lassen wir die Biber doch einfach mal weiter biebern und wenden uns unserem nächsten Interviewpartner zu. Ein Kampfpilot! Der ist dem Alkohol übrigens aus beruflichen Gründen natürlich völlig abgeneigt, wie wir jetzt auch gleich in diesem Interview erfahren werden. Wieso feierst du so gerne Fasching? Ja, ist einfach ein Grund vorzugehen und zu saufen. Ah ja? Und sag mal, willst du jetzt dann auch anfangen mit dem Fasten? Das weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht. Ja, was vielleicht? Auf was würdest du denn dann verzichten am ehesten? Vielleicht auf Alkohol, mal schauen. Ach so? Ja. Schön. Und jetzt noch mal ein richtig kräftiges fucking Scheiß-Hello. Hello! Freude, da kommt Freude auf, Leute. Wer liebt das nicht? Ich weiß es nicht. Danke. Auf Fasching trifft man halt auch die unterschiedlichsten Typen, so wie diesen Herren hier. Ein 65-jähriger Rentner, der sich als 30-Jähriger verkleidet hat und gerne Witze hört. Der Faschingswitz ist... Was ist der Unterschied zwischen einem schunkelnden Schiff und einer schunkelnden Faschingsgemeinschaft? Das Schiff? Nein, beides ist zum Kotzen! Ah! Ah! Nee, jetzt mal im Ernst, was hältst du von Fasching? Der schunkelnde Kotze wieder. Magst du das? Auf gar keinen Fall. Freust du dich jedes Jahr auf Fasching? Natürlich. Ja? Ja. So wie ich? Ja. Mindestens. Und nicht noch mehr. Geil. Der Fasching ist cool. So, dann sag jetzt noch ein paar abschließende Worte zu Fasching. Jedes Jahr wieder. Und es ist total schön. Brutal schön. Jawohl. Danke. Vielen Dank, Romy. Die Frage ist, was bleibt nach all dem außer Müll und besoffene, kotzende Menschen? Man weiß es nicht, aber hey, Hauptsache die Leute haben Spaß, ne? So, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Wie macht Dinge, die sie hasst. Und hat sogar noch Spaß dabei. Blume kurz in meinem Oh mein Gott, ich hasse Fasching so sehr.